Herr Professor Wiedemann, welche Aspekte der medikamentösen Therapie der Schizophrenie sprechen für eine Depotbehandlung? Im Wesentlichen, dass man die Adhärenz durchsichtig bzw. transparent gestaltet. Dadurch ist es möglich, sich im therapeutischen Gespräch auf andere Faktoren als die tägliche Tabletteneinnahme zu konzentrieren. Für den Patienten ist es weniger stigmatisierend, dauernd Tabletten einzunehmen, und die Wirkstoffspiegel sind insgesamt ausgeglichener, sodass weniger Nebenwirkungen, das heißt die Verträglichkeit, scheint auch bei den meisten Depots etwas besser zu sein. Welche Präparate sind besonders geeignet? Grundsätzlich würde man heute eher sogenannte Second Generation Antipsychotics, also modernere Antipsychotika, als Depot verwenden, weniger die schon in den 70er Jahren verwendeten klassischen, typischen Depots wie Haloperidol-Depot oder andere Substanzen, die eben nebenwirkungsträchtiger, gerade was die Motorik sind oder angeht, sind. Deswegen wäre es sinnvoll, nur noch, wenn möglich, Second Generation Antipsychotics zu nehmen. Die haben auch den Vorteil, dass die Galenik etwas anders ist, mehr wässrige Präparate, weniger ölige Suspension, das heißt lokale Verträglichkeit, andere, sag ich mal, Nebenwirkungsprofile sind günstiger unter SGAs. Können Sie Beispiele nennen? Also ein typisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel das Paliperidon-Depot oder das Aripiprazol-Depot. Bei Olanzapin-Depot, auch einem sogenannten Second-Generation-Antipsychotic, muss man auch wie bei der oralen Form mit einer Gewichtszunahme rechnen. Also insofern sind diese Präparate nicht nebenwirkungsfrei, aber sie sind besser verträglich, was die Motorik angeht. Machen Depotbehandlungen auch eigentlich einen Unterschied bei der Mortalität gegenüber der oralen Behandlung? Sie machen insofern einen Unterschied, als dass eine kontinuierliche Behandlung ganz offensichtlich nach Daten aus Finnland eine geringere Mortalitätsrate haben. Das heißt, also Patienten, die konstant behandelt sind, sind einfach weniger anfällig für natürliche Mortalitätsursachen als auch für Suizidalität. Das liegt hauptsächlich an der Kontinuität der Wirkstoffe. Man geht davon aus, dass eben die sogenannte langfristige und vor allem kontrollierte Zufuhr des Medikamentes Vorteile hat. Wenn der Patient es nicht mehr einnehmen will, dann erscheint er eben nicht mehr zu der Medikationstermin. Das heißt, er nimmt die Spritze nicht mehr. Und dann weiß man zumindest, dass ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für einen Rückfall oder für andere Probleme entstehen. Gibt es auch Nachteile der Depotbehandlung? Es gibt wie immer Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist vor allem, dass man eben, wenn es im Körper drin ist, es warten muss, bis es abklingt. Und das ist bei den derzeitigen Depots zwischen 2 und 4 Wochen regulär. Es gibt aber auch Depots, die 3 Monate im Körper verbleiben. Und da muss man vorher sehr gut und lange, mindestens 4 Monate, die Verträglichkeit prüfen, ob das gut vertragen wird. Man kann eben das Depot nicht aus dem Körper mehr herausbringen. Was ist bei der Umstellung auf eine Depotbehandlung zu beachten? Grundsätzlich ist eben zu beachten, dass es keine Therapielücke gibt. Das heißt, wenn man eine orale Medikation hat und man stellt jetzt auf eine Depotmedikation um, dann muss man in der Umstellungsphase darauf achten, dass der Wirkspiegel nicht zu stark absinkt, weil ja jede injizierte Medikation braucht eine gewisse Zeit, bis der Wirkspiegel erreicht ist. Das ist ein pharmakokinetisches Grundprinzip. Das kann man nicht anders verändern, indem man entweder kurz hintereinander noch eine Booster-Injektion macht oder indem man die orale Medikation weiterführt. Da gibt es sicher Schemata dafür. Ja, dafür gibt es klare von jedem Hersteller ein Schema, wie man das macht, um eben genau das zu vermeiden. Kann denn jeder Patient auf Depotbehandlung umgestellt werden? Grundsätzlich kann jeder Patient umgestellt werden, sofern er das orale Präparat natürlich verträgt. Und eben zum Beispiel Antikoagulantien könnten bei den Injektionen ein Risiko darstellen, weshalb man das bei antikoagulierten Patienten nicht gibt. Einfach um Blutungsrisiken durch die intradeltoidale oder intragluteale Injektion zu vermeiden. Aber an der Substanz selbst hat sich ja nichts geändert im Vergleich zur oralen. Insofern ist die gut vertragen, dann kann man auch auf ein Depot umstellen. Und welche Patienten profitieren insbesondere? Es gibt nicht den typischen Patienten, aber je früher man eine
Depottherapie plant oder mit dem Patienten bespricht, desto größer ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass er kontinuierlich behandelt wird. Und das ist in der Initialphase der Erkrankung auf jeden Fall von Vorteil. Grundsätzlich kann man sagen, gibt es nicht den typischen Depotpatienten. Da hat früher gesagt, der kein Medikament nimmt, der nicht kompliant ist, der nicht kooperiert. Das ist Unsinn. Wenn er nicht kooperieren will, kann er sowohl mit Tabletten nicht kooperieren, wie auch mit Depotspritzen nicht kooperieren. Also insofern, eigentlich trifft es für alle Patienten zu. Und je früher man anfängt und anbietet, desto günstiger kann der weitere Verlauf, ich sag mal, aus einigen Studiendaten heraus ableitend behandelt werden. Und was sagen Sie zur Patientenzufriedenheit? Die Patientenzufriedenheit ist letztendlich davon abhängig, erstmal, welches Präparat er bekommt. Es gibt Präparate, die eben, wie gesagt, alte Depots sind nebenwirkungsträchtiger als neuere. Grundsätzlich ist aber der Unterschied, wenn der Patient einmal das Präparat genommen hat, recht gering zur oralen Medikation, weil eben die Patienten ja nicht den Wirkstoff wechseln, sondern nur die Zubereitungs- oder Zuführungsform. Und wenn sie dann mal die Erfahrung gemacht haben, das ist zumindest meine Erfahrung, dann sind die eigentlich mit Depots zumindest für einen längeren Zeitraum zufrieden als mit Tabletten. Die werden gerne weggelassen oder mal ausfallen gelassen. Und da diese kleinen Lücken in der Therapie kann man mit dem Depot sehr, sehr gut überbrücken. Vielen Dank. Okay.